Kennst du das, Angst zu haben, Sorgen? Hallo, ich bin Sissi Göttling und möchte mit dir in dich jetzt hineingehen, ganz in der Ruhe im Hier und Jetzt und mal mit dir gemeinsam schauen, was belastet dich. Lausche und fühl in dich hinein, fühle. Wenn ich dich frage, welche Angst ist am stärksten jetzt bei dir? Es gibt Verlassenheitsangst, Existenzangst, Verlustangst, Trennungsangst, Bindungsangst, Angst vor Kritik, Angst vor Ablehnung, Angst, dich so zu zeigen, wie du in Wahrheit bist, Angst, seine Berufung zu leben, Angst, zu wenig Geld zu haben. Du merkst schon, da gibt's ganz viel. Wenn ich dich jetzt frage und fühl mal in dich hinein, wo sitzt deine Angst im Körper? Ganz spontan, ohne mit dem Verstand zu fragen, zu suchen, wo sitzt die Angst im Körper? Da geh jetzt hin. Geh zu ihr, zu dieser Angst, die in dir gebunden ist. Es ist eine schwere Energie, dunkel, kühl. Sie verhindert, dass du dich vollkommen lebst, dass du hoch schwingst, dass du leicht und locker lebst, leicht und locker durch den Tag gehst, im Hier und Jetzt ankommst, dich voll und ganz lebst, eine erfüllte Partnerschaft lebst, mehr Geld in dein Leben ziehst. Ja, und auch hier gibt es einiges, was deine Angst oder Ängste verhindern. Und das vielleicht schon lange. Nimm jetzt diese Angst wahr. Geh ganz tief hinein, dort, wo sie vielleicht als dunkle Kugel in dir sitzt. Energetisch wirkt sich das auch auf alle deine unsichtbaren Körper aus. Auf deine Aura, auf deine Ausstrahlung. Angst und Stress lassen dich auch frühzeitig altern, krank werden. Nicht das Leben leben, was du dir wünschst. Dich nicht voll und ganz erkennen. Behindern dich auch im Lichtkörper- und Aufstiegsprozess. Und es ist so leicht möglich, diese Energie zu wandeln, zu lösen. Und da, wo sie sitzt, Heilung herbeizuführen, dich aufzufüllen mit der allumfassenden, bedingungslosen Liebe. Aus der Quelle, aus der du stammst. Bleib bei ihr, fühle sie, schau sie dir mit deinem geistigen Auge an. Ist sie groß oder klein?
schwer oder leicht? Nimmt es viel Platz in dir ein, diese Energie? Oder wenig? Nimm einfach wahr. Ja, sie ist da. Du nimmst sie an. Du hast sie selbst aufgebaut. Und sie nähert sich immer mehr und immer mehr, desto mehr du in dieser Angst verhaftet bleibst. Mit jedem ängstlichen Gedanken auf morgen, auf die Zukunft, auf Krankheit, auf Leid, nährst du diese Energie. Sie wächst und wächst. Und bei manchen Menschen ist diese Energie sogar schon größer als ihr Körper, als ihr unsichtbaren Körper. Das heißt, diese Energie führt das Leben des Menschen, bestimmt das Leben des Menschen, ist größer schon als der Mensch selbst. Wie groß ist sie bei dir? Ist sie größer als du? Oder ist sie noch klein im Körper erst? Bitte diese Angst, jetzt sich vor dir hinzustellen, wie wenn du sie aus deinem Körper herausnehmen würdest und vor dich hinstellst. Es ist eine Energie, alles ist Energie. Und Energien kann man wandeln. Frag diese Angst, was brauchst du? Was möchtest du? Achte auf deine ersten Impulse. Kannst dir auch fragen, woher kommst du? Aus welcher Situation? Alleine schon, dass du dich hier annimmst, lässt sie kleiner und ruhiger werden. Denn sie möchte dir ja was zeigen, dich aufmerksam machen. Und hier kann man jetzt, wenn dein Herzstrahl aktiviert ist, dein Herz offen ist, aus deinem Herzen in diese Angst Licht und Liebe schicken. Öffne dein Herz, lass Licht aus deinem Herzen strahlen in diese Energie. Mach sie heller und heller. Du zeigst diese Energie damit, dass du sie annimmst. Wenn dein Herzstrahl aktiviert ist, werden auch deine Selbstheilungskräfte aktiviert. Du selbst kannst dich heilen. Du kannst lernen, deine Ängste und Sorgen ganz locker und leicht zu wandeln. Schicke so lange Licht und Liebe, bis die Energie das
was vor dir jetzt steht, immer kleiner und kleiner wird. Heller, lichter. Und wenn es ganz hell und licht ist, dann nimmst du es wieder zu dir zurück. Denn alles, was du transformierst, was geheilt wird, da entsteht zuerst in deinem Energiesystem eine Leere, eine Lücke. Und diese Lücke gehört wieder aufgefüllt. Wenn diese Lücke oder Leere bestehen bleibt, dann kann da alles Mögliche deine Lücke auffüllen und das wollen wir ja nicht. Genauso, wenn ich transformiere, wenn ich wandle ins Positive, das Positive auch wieder in sich aufzunehmen. Bei energetischer Arbeit immer einen positiven Abschluss und eine Auflösung zu machen. Auch hast du durch Ängste, Schocks, Traumatas, Krankheiten, Schmerzen. Das muss gar nicht groß sein, das können auch Kleinigkeiten sein. Seelenanteile abgespalten, das heißt, in diesen Situationen Teile von dir zurückgelassen, indem du mal gesagt hast, nie wieder möchte ich das erleben. Oder wenn du einen Menschen verabschiedest, nie wieder möchte ich mit diesem Menschen zu tun haben. Aber was du mit diesem Menschen zu tun hattest, das stand ja auf deinem Seelenplan. Und wenn du es nicht transformiert und geheilt hast, dann ist es noch immer offen. Das heißt, kein Abschluss. Es ist noch auf deinem Plan, das in die Heilung, in den Frieden und Liebe zu führen. Und da bleibt ein Teil von dir in dieser Situation, in diesem Trauma, der Schock, in dieser Angstsituation, in dieser Krankheit, im Schmerz zurück. Egal, wann immer das war, in diesem Leben, im Vorleben. Weil du verdrängt hast, weil du gesagt hast, nie wieder, damit ist jetzt Schluss. Nie wieder möchte ich, nie wieder werde ich. Und damit hast du die Türe zwar geschlossen, die Wunde mit dem Pflaster überklebt, aber sie nicht vorher gereinigt, desinfiziert, dich liebevoll um diese Wunde gekümmert, um diese Seelenwunde. Und ein Teil deiner Energie, ein Seelenanteil, hängt da noch, ist nicht bei dir. Wenn du in dir das Fundament der Liebe aufbauen möchtest, ganz werden möchtest, dann heile deine Seelenwunden. Heile, transformiere all deine Lasten und Blockaden. Befreie dich von Gelübden, Armutsgelübden, Opfergelübden, Krankheitsgelübden, Gelübde des Leidens, Versprechungen, Schwüre, Keuschheitsgelübde, Armutsgelübde und hole all diese Seelenanteile zurück zu dir. Vereine innerer Mann, innere Frau, innere Mutter, innerer Vater, inneres Kind, werde in dir ganz. Und so kann man durch deine Energiekörper reisen, durch deine Seele und all diese schweren, gebundenen Energien wandeln und die Lücken, die leeren entstehen, die wieder auffüllen. Das ist ganz wichtig. Dadurch beginnst du dich selbst zu wandeln, kommst in eine höhere Schwingung. Deine Ausstrahlung wird besser, du verjüngerst dich. Deine Selbstheilungskräfte werden angeregt.
Ja, vieles geschieht da. Du bist fitter. Du bist fröhlicher. Du kannst deine Gaben leben. Du stehst mit beiden Beinen selbstständig in deinem Leben. Du bist nicht im Brauchen. Du bist ganz bei dir und alles, was auf dich zukommt, bereichert dich. Wenn dich jemand oder etwas verlässt, dann fällst du in kein Loch. Denn du bist ganz. Dann fehlt dir nichts. Wenn du deine Lücken, das, was du brauchst, deine Ängste, stoppst diese Lücken mit anderen Menschen, mit Dingen, materiellen, um glücklich zu sein, um nicht allein zu sein, damit der andere auch das Geld nach Hause bringt, damit du das Haus nicht verlierst, damit und. Ich erinnere dich, alles ist vergänglich und nichts ist sicher außer die Veränderung und Vergänglichkeit. Nichts besitzt du, auch keinen Menschen. Morgen kann alles anders sein. Was tust du dann? Ich lebe schon viele Jahre ein selbstständiges, freies Leben in allen Belangen. Mit mir selbst, in der Berufung, in allem. Und alles, was in mein Leben kommt, auf mich zukommt, ist eine Bereicherung. Kein Brauchen mehr. Ja, lebst du schon dein Leben für dich, weil du wertvoll bist? Deine Vergangenheit sitzt hinter dir, sitzt im Rücken, auch in der Ahnenfamilie. Möchtest du mit deiner Seele vollkommen ganz dem höheren Selbst und mit der göttlichen Urquelle wieder verbunden sein? In dir alles in die Einheit, in die Vereinigung führen, das Fundament der Liebe aufbauen. Die Vergangenheit sitzt im Rücken. Hast du Wirbelsäulenprobleme, Verspannungen, Rückenschmerzen? Vielleicht auch Bandscheibenvorfall, was auch immer du schon körperlich hattest. Alles hat eine psychische Bedeutung. Jedes körperliche Symptom kann man übersetzen, was das bedeutet. Und so lade ich dich herzlich ein zu einem 30-minütigen, gratis, kostenlosen Erstgespräch mit mir. Das buchst du über You Can Book Me auf meiner Website oder auch auf dem Link, den du unter diesem Video findest. Und da schauen wir, ob ich dich 8 Wochen lang begleiten darf. 8 Wochen lang bin ich an deiner Seite mit Energieübertragungen, mit einem wunderbaren Online-Kurs. Ja, um dich in dieses Leben zu führen, das dir schon längst zusteht, denn du hast es dir verdient. So wie du erschaffen wurdest, bist du gut und richtig, du bist vollkommen und es geht darum, dass du das erkennst, dir selber helfen kannst, dein Bewusstsein erweitern, ganz bei dir zu sein. All diese schwere Energie zu transformieren, und dass ja, deine Ausstrahlung so wunderbar wird, du erscheinst dann in einem Raum. Du bist einfach sein in deinem Leben, deinen Kanal zu öffnen, sodass du gut geführt wirst, den Ruf deiner Seele wahrnimmst und dein Leben aus dir heraus gestaltest, aber auch, dass durch dich gewirkt wird, du voll und ganz du selbst bist. Dein göttliches Licht entfachst und ja, die Botschaften deiner Seele wahrnimmst, sodass du deinem Seelenplan ganz locker und leicht folgen kannst. Ja, so freue ich mich auf dich,
buch einfach mal dieses 30-minütige kostenlose Erstgespräch. Sei aber bitte pünktlich, es ist wirklich nur 30 Minuten, weil da habe ich sehr viel, es ist auch nicht immer viel frei. Ich begleite ja Klienten schon, ja, seit 19 Jahren, bin 20 Jahre auf diesem Weg und bin mir sicher, dass auch ich dich begleiten kann. Aber denk jetzt gar nicht nach, denn all das entzieht sich dem Verstand. Du wirst auch lernen, wie du mit der Seele sprichst, ja, auch mit anderen Seelen. Oft ist auf Seelenebene und energetischer Ebene viel schneller Frieden und Liebe herbeizuführen, als wenn du im Außen ständig kommunizierst. Wir gehen in eine wunderbare neue Zeit, in das goldene Zeitalter. Da geht es um Synchronizitäten, um Telepathie. Da erwacht Lemurien, Atlantis, das trägst du alles in dir, hohe Priesterschaften, die auch du sicher hattest, sonst würdest du nicht dieses Video bekommen haben und zuhören. Es geht ums Erwachen, es geht um Lichtkörperprozess, Aufstieg. Und einzigartig war noch nie der Aufstieg mit dem Körper, den Himmel auf Erden zu leben. Folge einfach deinen Impuls. Wenn du jetzt ein Ja in dir hast, dann komm einfach mal, gönne dir diese 30 Minuten Gespräch, das gilt für diesen wunderbaren Online-Kurs, den Transformationskurs. Buch es, plauder mit mir, ich schaue in die Karten, ich schaue in deine Seelenenergie. Wir schauen uns das gemeinsam an. Ich hole dich dort ab, wo du stehst. Und dann wirst du es merken. Ich helfe dir bei der Entscheidung. Mehr ist für dich nicht zu tun. Du bist nur einen Klick entfernt. Ich lade dich wirklich herzlich ein. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sissi Göttling.